Guten Nachmittag. Entschuldigt die Verspätung für die technischen Probleme. Okay, ich möchte kurz ein paar Dinge zu Abstraktion im Design halten. Ich möchte aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sich von der Hand zu lösen und mehr einen neuen Design-Approach zu erreichen, indem man vielleicht eben auch mit Mitteln der Programmierung eingreifen kann. Dafür möchte ich zuerst kurz die Tradition anschauen. Wie wurde traditionell mit der Hand etwas entwickelt? Was ergeben sich daraus für Probleme? Wie kann auch das Werkzeug oder die Hand eigentlich das Denken dann beeinflussen? Und eben ein kleiner Ausblick für Möglichkeiten aufgrund des CTECO-Logos. Okay, die Idee führt die Hand. Grundsätzlich kann man bei vielen Designansätzen sagen, dass wir eigentlich zuerst uns etwas vorstellen und eigentlich die Hand führt das aus. Ich zeige das hier an einem Beispiel. Ich habe einen Fingerring designt. Die Idee war grundsätzlich eine so geknickte Röhre, die dann so wie Dreiecksformen ergibt, die dann um einen Finger gewickelt werden und so sich eine Form ergibt. Also ich hatte eine Idee und habe die relativ schnell und relativ einfach konnte ich die mit einer Papierröhre falten. Aus dieser doch sehr schnellen Idee fertigte ich einen Wachsring, also das ist ein relativ gut zu bearbeitendes Material, mit dem man mit Messer oder Schleifstein oder sowas kann man relativ schnell seine ursprüngliche Idee umsetzen. Aber es ist doch also vielleicht 2 Stunden Arbeit, um dahin zu gelangen. Der Ring, der ist eigentlich nicht zum Tragen gedacht, sondern das dient eigentlich nur als Gussform. Davon einen Sandabdruck gemacht, ergibt einen Silberring. Also der Ring, so wie er hier sichtbar ist, war etwa ein Tag Arbeit, also vom Entwurf bis zur gegossenen Form. Was haben wir bei einem solchen Prozess für Herausforderungen? Wir haben verschiedene Handwerke, die verschiedenes Wissen, verschiedene Skills erfordern. Also ich habe ein Beispiel gezeigt für eigentlich Guss oder Sandguss, aber es gibt ja diverse andere Verarbeitungsmethoden, wo ich mich jeweils mit einem ganz neuen Skillset beschäftigen muss. Es gibt verschiedene Produkte, die verschiedene Tools dann erfordern. Also in dem Fall brauchte ich Hitze, Silber, eben den Sand, das Wachs, also sehr viele verschiedene Dinge, die ich eigentlich haben muss, um etwas zu produzieren oder eben zu gestalten. Ein iteratives Vorgehen ist relativ schwer, weil ich beginne eigentlich fast immer wieder von vorne. Also wenn ich jetzt einen anderen Entwurf machen möchte, wo ich den Durchmesser ein bisschen größer, kleiner haben möchte, dann beginne ich von vorne. Also ein iteratives Vorgehen ist möglich, aber ich habe fast immer wieder denselben Aufwand. Okay. Mögliche Vereinfachungen in diesem Fall wären ein computergestützter Entwurf. Das erleichtert mir die Abänderung meines Entwurfs und ein iteratives Vorgehen. Ich kann auch verschiedene Handwerkskills eigentlich mit dem Computer erledigen. Also ich kann eigentlich mit einem CAD-Programm als Beispiel kann ich ganz verschiedene Ausgabemedien dann nachher bespielen. Und ich kann durch diese Digitalisierung, auch die Ausführung externalisieren. Also ich muss das nicht mehr unbedingt von Hand danach ergießen, sondern ich kann das rausgeben an einen Anbieter, der nach meinem File arbeitet. Auf meinen Fingerring bezogen sieht man da, das waren diverse Variationen und Entwürfe, die ich dann in 3D modellierte und daraus eigentlich über einen externen Anbieter relativ günstig so Plastikformen erarbeiten konnte. Nachdem ich mich für die Parameter entschieden habe, also ich habe mehrere Iterationen gemacht, mehrere Variationen und das war eigentlich dann die Endfassung, wo ich auch wiederum die 3D-Datei an einen externen Anbieter gab. Also ich sage, bei diesem Vorgehen
war eigentlich die Hand, war die, oder der ursprüngliche Ansatz, die Hand war nachher digital umgesetzt, aber die Idee war eigentlich nach wie vor relativ linear, so wie in einem klassischen Produktionsprozess. Okay, was gibt es für Probleme, wenn das Werkzeug und die Hand auch das Denken beschränken? Ich mache ein kleines Beispiel aus der Geschichte. Bis zum 15. Jahrhundert war es eigentlich so, dass die Buchproduktion voll manuell war. Also jedes einzelne Buch wurde in stundenlanger Arbeit wurde das geschrieben. Also das ist nicht ein Vervielfältigungsverfahren, sondern Mönche hatten in Schreibstuben Bücher geschrieben. Das sah etwas so aus. Das ist ein Kodex aus dem 13. Jahrhundert aus Zürich. Und man kann sich vorstellen, das sind mehrere hundert Seiten und das ist auch, die hatten auch andere Schreibwerkzeuge als wir. Und das war monatelange Arbeit. Zudem war das Material auch sehr teuer für damalige Verhältnis. Okay, das war bis zum 15. Jahrhundert. Dann kam Johannes Gensfleisch oder auch Gutenberg genannt mit dem Buchdruck. Er hatte eine Idee und zwar machte er eigentlich dasselbe, was die Schreiber vorhin machten, also er kopierte eigentlich deren Aussehen, also man sieht, das ist jetzt eine seiner Bibeln, und änderte eigentlich aber die Technik. Und zwar die Technik, seht ihr hier, das ist ein sogenannter Bleibuchstabe, das ist eigentlich wie ein kleiner Stempel. Und der Stempel, die wurden aneinandergereiht. Und jeder Buchstabe entspricht einem kleinen Stempel. Also die Seite wurde eigentlich wie zusammengesetzt. Und das kann auch eingefärbt werden und mit dem Papier abgeklatscht sein. Das wiederum ist ein anderes Verfahren als die Handschreiber, aber das Ziel, das Aussehen war dasselbe. Also er wollte eigentlich die Schreiber wollte er kopieren. Und hat dementsprechend auch seine Schriftdesignentwürfe hat er dem angepasst. Ich habe in diesem traditionellen Verfahren habe ich mehrere Arbeiten gemacht. Und eigentlich ist man dann immer beschränkt auf diese Stempel, also diese Schrift. Und auch hier gibt es heutzutage Methoden, wo man verschiedene digitale Mittel einsetzen kann. Also ich habe hier zum Beispiel eine CNC eingesetzt und habe mir dann so große Lettern ausgefräst. Was eigentlich, also in dem Workshop oder in dieser Werkstatt, wo ich das mache, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, also weil man hat eigentlich nur eine Anzahl an Buchstaben, an Types, die man einsetzen kann. Und somit beschränkt man eigentlich sein eigenes Denken auf diese Auswahl von Schrift, weil mehr ist gar nicht möglich. Also man kann gar nicht andere Schrift machen, als wir Stempel haben. Aber mit eben zum Beispiel CNC habe ich dann diese Klötze ausgeschnitten, die kann man zusammenbauen und in einer solchen Abziehpresse, was ihr hier seht, kann man dann sich eigentlich einen Ausdruck machen und daraus ein Plakat. Also was ihr hier seht, ist eben ein sehr traditionelles Verfahren, wie das gedruckt ist, ein A3-Plakat. Das war etwa ein halbes Jahr jeden Tag oder jeden Abend, jeden Montagabend eigentlich Arbeit. Also sehr ein mühseliges Verfahren, aber hier wurde eigentlich durch diese Technologie, wurde das Denken in einer Schrift wurde aufgebrochen. Okay, kommen wir zur Erweiterung der Vorstellungskraft. Und zwar möchte ich eigentlich über das Citeco-Logo kurz sprechen. Also das ist das, was ihr hier seht, auf den T-Shirts, auf den Wegbeschriftungen und Bracelets und so weiter und so fort. Involviert in diesen Entwurf waren Matthias und Alexander zusammen mit mir. Und eigentlich hatten wir begonnen, ganz traditionell in einem Layout-Programm uns irgendwelche Entwürfe auszudenken. Was könnte man machen? Wir haben verschiedene Wege ausprobiert. Was gibt es? Was könnte man kombinieren? Was steht auch irgendwie für diese Zusammenkunft? Was sind irgendwie die Ansätze? Und irgendwie sind wir dann ziemlich schnell an einen Punkt gekommen, wo wir
eigentlich dachten, also wir möchten eigentlich aus diesem Ansatz ausbrechen. Wir möchten nicht in einem Layout-Programm unseren Entwurf fertigen, sondern wir brauchen irgendwie ein flexibleres Tool. Das sind alles Entwürfe und hier kommt es dann langsam so zu einem Punkt, wo man sagen kann, wir hatten so eine Idee, also weil ich sage mal als Sketch für eben eine Ausführung später ist es natürlich hilfreich, wenn man eine Idee hat, aber die Idee konnte nicht ausgeführt werden. Also wir hatten irgendwie nur eine Vorstellung, aber das von Hand, also dieses Pattern oder so von Hand zu entwickeln, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, bevor man es nicht anwendet. Und eigentlich mit diesem Entwurf, das war so das Letzte, was ich in meinen Unterlagen gefunden habe, gingen wir dann in den Code und ab da wird es eigentlich dann schwierig, das zu visualisieren, weil ab da gibt es eigentlich so ein Git-Repository und die ganze Programmierung und das Design fand dann eigentlich darin statt. Und irgendwie dieses Pattern wurde dann auch durch eine Idee entwickelt. Alexander hatte einen Vortrag über zelluläre Automaten gesehen. Und für die Leute, die zelluläre Automaten nicht kennen, grundsätzlich ist es so, auf der ersten Zeile gibt es ein Start-Pattern und mit einem festen Regelset werden die nachfolgenden Zeilen werden berechnet. Also ihr seht oben, das ist jetzt für eine Regel, ist das der Fall. Ihr seht hier die Regel 30 und auf der ersten Zeile gibt es nur einen Punkt. Und daraus abgeleitet gibt es mit diesem Regelset, gibt es dann eigentlich diesen ganzen Baum in diesem Fall oder diese Pyramide. Also mit dieser Idee, mit dem zellulären Automat, mit diesem doch sehr vagen Konstrukt gingen wir dann eigentlich in den Code und über mehrere Monate wurde das immer wieder so ein bisschen ergänzt. Die Grundidee war relativ schnell geboren, war vielleicht 2-3 Monate, wo wir immer mal wieder ein bisschen daran arbeiteten. Aber eigentlich von da an wurde es dann mehr noch ausgebaut und verfeinert. Das Design und die Zusammenkunft mit Code hat viele Möglichkeiten, Vorteile, die man nutzen kann. Also man ist sehr flexibel, also ihr kennt das, eine Programmiersprache ist Turing-complete und somit hat man eigentlich alle Möglichkeiten, die man sich denken kann. Eine Iteration ist eigentlich die Grundanlage eines Programms, also man kriegt das eigentlich nicht beim ersten Mal richtig hin, richtig in Anführungszeichen, wenn man von Design spricht, sondern man muss eigentlich irgendwie probieren, schauen, probieren, debuggen und eigentlich eben das Undenkbare, also weil man nicht sich das vorstellen kann, muss man eigentlich am Code ausprobieren. Habe ich gesagt, eben etwas Unvorstellbares entwickeln, weil man die eigene Vorstellungskraft eben beschränkt ist und man sich nicht alles vorstellen kann. Es gibt einen klaren Nachteil, man kann nicht alle mit ins Boot nehmen. Es gab während dieser ganzen Entwicklung gab es mehrfach so den Wunsch, ja, kann ich nicht irgendwie in Inkscape oder wo auch immer so einen Export haben und das irgendwie dann machen. Das ist einfach sehr schwierig bei so einem flexiblen System dann, sondern eigentlich müssen die Dinge in Code gebaut werden. Wir haben auch in der Zwischenzeit eine Copycat, also es gibt eigentlich den einen Generator, mit dem wir begonnen haben, und es gibt den Generator, mit dem die Beschilderung gemacht ist. Das sind eigentlich wie zwei Entwicklungen, die stattgefunden haben, was ich eigentlich super finde. Also das ist irgendwie, man hat eigentlich die Idee aufgenommen und hat die nochmal irgendwie anders implementiert oder irgendwie neu aufgenommen. Ein anderer Nachteil ist bei der Entwicklung, es gibt natürlich eine extrem große Investition, bis überhaupt die erste Version da ist. Also man muss irgendwie Zeit und Schweiß investieren, viel Überlegungen, bis wir irgendwie an diesem Punkt waren, wo man mal was Visuelles sieht. Okay, für die es nicht gesehen haben, ich möchte ganz kurz noch zeigen, was das Resultat daraus ist. Ich hoffe, die Internetverbindung hält. Okay. Also für die es nicht kennen, ich glaube, ich das auch noch ein bisschen größer machen.
Okay. Also grundsätzlich, das Grundkonzept ist, wir haben dieses Pattern im Hintergrund, einen zellulären Automaten. Der hat zwei Zustände, schwarz und weiß oder in unserem Fall einen beliebigen Character. Also die ganze Webseite, die war eigentlich nie so geplant, dass das die Webseite wird. Also das ist eigentlich jetzt der Generator und gleichzeitig die Startseite. Ursprünglich wollte man das mal ablösen, aber wir haben dann gesagt, na gut, also man kann ja so ohnehin von hier eigentlich aufs Wiki, auf die Tickets und so weiter. Und deswegen ist jetzt eigentlich die Startseite ist gleichzeitig der Generator. Also man kann die Füllcharakteren verändern. Man sieht ja auch jetzt hier, es gibt immer in einem 3-Sekunden-Schritt gibt es ein Update von dieser Regel, die wir vorhin geschaut haben. Also hier unten kann ich die Regel, 30 hatten wir vorhin im Beispiel, kann ich die verändern. Ich glaube, das hat jetzt aktualisiert. Ja, das hat aktualisiert. Das sieht einfach relativ anders aus, weil ich auf der ersten Zeile jetzt einen anderen Startwert habe. Und es gibt natürlich eben dann hier die Möglichkeit, mit verschiedenen Codes dann auch das Aussehen zu verändern und sich das Layout so zusammenzuklicken. Während der Entwicklung gab es auch immer wieder diverse andere Anforderungen. Es gab Tickets, es gab Bracelets und so weiter. Und da gab es dann noch verschiedene Styles daraus. Zum Beispiel für Toni hatte ich dann noch was gemacht für seine Badges. Die schauten dann etwas so aus mit anderen Füllcharakteren. Und es gab auch zum Beispiel dann eher Dinge, die nur die Internen verstehen. Zum Beispiel Erich, Protectionist. Am Erich haben wir zu verdanken, dass wir ein relativ konservatives Lichtkonzept haben. Erich ist zuständig für die Lichtverschmutzung hier oben. Deswegen ein grünen Style. Das ist der Generator, mit dem wir eigentlich dann das Zteco CI gemacht haben. Und mit dem möchte ich eigentlich auch schließen, mit der Aufforderung, vielleicht Design nicht mehr nur in Inkscape oder InDesign oder was ihr auch benutzt zu machen, sondern vermehrt auf generative oder Programmtools zurückzugreifen. Ich nehme noch Fragen entgegen, wenn es diese gibt. Danke. Wie viele Stunden hat es gebraucht bis zum ersten visuellen Entwurf vom Programm? Es gibt eigentlich wie so, es gab zwei Linien. Also wir hatten die Linie eben diesen Code irgendwie im Hintergrund, den hatte Matthias und ich entwickelt. Und eigentlich waren wir auf der Suche nach irgendeinem Pattern und Alex hat mir per Zufall, diese zellulären Automaten hat er entdeckt. Und also ich glaube, die meisten kennen zellulare Automaten, aber er hat sich dann irgendwie da reingearbeitet und hat bereits ein Programm geschrieben und hat mir das erzählt. Und ich weiß nicht, wie lange hattest du für deinen zellulären Automat, für den ersten Entwurf? Zwei Abende? Okay, naja, ist schnell. 3 Stunden? Okay, also ich sage mal, der Algorithmus ist ja bekannt. Also der zellulare Automat, das war so ein Entwicklungsstrang. Und eben eigentlich für uns die nachher die Typo darauf, das war relativ ein großer Aufwand, das alles so zu machen. Eben, man hat jetzt so ein paar Möglichkeiten, verschiedene Größen, Links zu setzen und so weiter. Aber ich würde sagen, so bis zum ersten sichtbaren Entwurf, würde ich sagen, das waren vielleicht 20 Stunden, so. Also bis mal irgendwas sichtbar wurde, was man in etwa beurteilen konnte. Okay.
Jetzt mal angenommen, es gibt ein nächstes CTCO, könntest du für das Design ein bisschen Ausblick machen? Also was hat sich bewährt? Was würdest du gerne noch ausprobieren? Grundsätzlich glaube ich, ein Entwurf für so ein Event zeichnet sich nicht nur durch die visuelle Erscheinung aus, sondern auch durch den Community-Faktor, weil viele Leute sind involviert und irgendwie arbeiten für das CTECO. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn man jemandem kommunizieren möchte, druck das Ticket so und so aus, dann ist es relativ, oder war es relativ schwierig, weil ich musste dann jemandem eigentlich wie sagen, okay, also jetzt hier, nehm mal den Style so, nimm so viel breit, also zum Beispiel hier sieht man auch noch, also für ein A4 muss man das etwas so einrichten, ja, wie auch immer. Ne? Also und das war relativ schwierig in der Kommunikation und Leute waren dann auch, ja, so, pff, ja, scheiße, ich muss irgendwie, oder? Und ich bin eigentlich dem Problem erst am Schluss begegnet. Also jetzt gibt es für jeden, also das könnt ihr jetzt per URL, also ihr seht, die URL wird sehr lange. Die ganzen Parameter sind jetzt in der URL kodiert, also ihr könnt das weitersenden. Und also genauso, obwohl es sehr viele Zufallsfaktoren darin hat, kann jemand anders das dann eigentlich wieder reproduzieren. Also ich sage, dass der Community-Aspekt ist eigentlich bei so einem Projekt gar nicht mal zu unterschätzen, weil ich hatte viele Dinge irgendwie so als Drehscheibe mitorganisiert, also Bracelets oder T-Shirts oder so, das war irgendwie mal in meinen Händen. Aber ich glaube, die Leute müssen durchaus ein Tool haben, damit zu arbeiten. Eben zum Beispiel die Beschilderung, dieses Tool ist auch entstanden aus einer Not heraus, weil das irgendwie für die Leute offenbar nicht handhabbar war und das einfacher für sie war. Deswegen finde ich das eigentlich gut. Und jetzt somit, also wenn du sagst, dass der Ausblick auf das nächste Design, ich glaube, was immer wir machen, müsste so gedacht werden, dass es für eine Mehrheit anwendbar ist. Ich bin zwar eigentlich zufrieden, also ich finde, die Leute hatten das sehr gut angewendet und haben das toll adaptiert. Auch eben die Infoscreens und alles, wo ich auch sagen muss, ich habe nie etwas mit dem Infoscreen irgendwie gemacht, aber die Idee wurde super adaptiert. Und ich glaube, ich kann dir nicht sagen, wie es ausschauen würde, aber ich glaube, der Community-Aspekt ist in einem solchen Anlass wichtig. Danke vielmals.